Für mich ist Nachhaltigkeit, wenn man zum Beispiel Dinge recycelt oder über längere Zeit nutzt. Nachhaltigkeit ist für mich, wenn man bewusst und zukunftsorientiert denkt und handelt. So, meine Kinder, zu der Bedeutung von Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und im Rahmen unserer Blogreihe Bildung für nachhaltige Entwicklung möchte ich Ihnen ein paar ausgewählte, besonders empfehlenswerte, kostenlose Unterrichtsmaterialien zu den verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen vorstellen. Diese lassen sich in unterschiedlichen Fächern sowie im Rahmen von Projekttagen einsetzen und umfassen neben Mobilität, Konsum und Digitalisierung auch die Themen Generationengerechtigkeit und Artenschutz. Die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung umfassen auch das Ende des Hungers, das Erreichen von Ernährungssicherheit und eine verbesserte Ernährungsweise sowie die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft. Bei der Integration von globalen Perspektiven und partizipativen Methoden zum Thema Ernährung unterstützt das Modul von EduSkills Plus zum nachhaltigen Konsum mit seinen 4 ausgearbeiteten Unterrichtsstunden Lehrkräfte fächerübergreifend in ihrer täglichen Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe 1. Dem Ansatz der SchülerInnenorientierung folgend ist die Lebens- und Erfahrungswelt der Lernenden hier Ausgangspunkt des Lernprozesses. Auch Greenpeace stellt eine Vielzahl von Materialien für die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung bereit. Ganz besonders empfehlenswert für den Einsatz im Unterricht halte ich die Unterrichtsmaterialien Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ein Widerspruch? Hier sollen Schülerinnen und Schüler motiviert werden, die Chancen, aber auch die möglichen Gefahren der Digitalisierung zu reflektieren. Das Bildungsmaterial ist debatten- und lösungsorientiert aufbereitet, zeigt konkrete, alternative Handlungsmöglichkeiten auf und regt zum eigenen Handeln an. Zudem befasst sich das kompetenzorientierte Unterrichtsmaterial der Plattform Wandel vernetzt denken mit seinen 14 Unterrichtsmodulen mit Grundlagen, Maßstäben und Anwendungen von Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit und ist schwerpunktmäßig für die Klassen 9 und 10 konzipiert. Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, vorgeblich generationengerechte oder nachhaltige Ideen und Maßnahmen einzuschätzen und sich darüber ein Urteil zu bilden. Und schließlich sollen sie auch in die Lage versetzt werden, selbst nachhaltiger zu handeln und eigene Ideen für nachhaltige Entwicklung zu entwerfen. Weiterhin bietet die Heinrich-Böll-Stiftung Lehrkräften kostenlose Unterrichtsmaterialien zum Thema Verkehrswende an. Für den Schulunterricht ab der 10. Klasse finden Lehrkräfte in der Bildungsbox Mobilität ein Planspiel, den Mobilitätsatlas, Podcasts, einen Filmclip, Infografiken, Texte sowie eine Handreichung mit Unterrichtsvorschlägen. Hier geht es unter anderem um Elektromobilität, um Bus und Bahn, Reisen und Tourismus, Güterverkehr und autonome Fahrzeuge. An der Goethe-Universität Frankfurt am Main haben Sprach-, Sozial- und NaturwissenschaftlerInnen für das interdisziplinäre Didaktikprojekt The Blue Planet bilinguale Lehrmaterialien für die schulische Nachhaltigkeitsbildung entwickelt, die sich sowohl im Englischunterricht oder auch im bilingualen Unterricht sehr gut einsetzen lassen. Hier kann ich Ihnen besonders die Lehrmaterialien zum Thema Artenschutz ans Herz legen, die sich auch für fächerübergreifende Projekttage nutzen lassen. Für den Französischunterricht bieten sich zudem die bilingualen Materialien zum Thema nachhaltige Entwicklung des Deutsch-Französischen Instituts und der Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug in Deutschland an. Hier finden Sie Hintergrundinformationen, Arbeitsanweisungen und auch Vokabeln zu Themen wie Klimawandel und Klimapolitik, Lebensräume sowie Ökonomie versus Ökologie. Sie sehen also, an tollen, kostenlosen Unterrichtsmaterialien mangelt es nicht. Ich kann nur hoffen, dass Ihnen die Lehrpläne auch genügend Freiraum lassen, sich dem Thema Nachhaltigkeit im Unterricht zu widmen und hier vielleicht auch ein paar dieser Materialien integrieren zu können.